Es ist was ganz Neues hier in Niedersachsen. Es ist ein Sportkurs, der im Vereinssport bei Hannover 96 angeboten wird, sich aber auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichtet, und zwar Patientinnen, die am Brustkrebs erkrankt sind, für die Bewegung auch sehr wichtig ist im Alltag und auch sportliche Betätigung förderlich sein kann in jeder Stufe der Erkrankung und Behandlung auch. Und wir haben uns gedacht, diese Frauen brauchen ein schönes Sportangebot, vielfältig und auch auf die individuellen Bedürfnisse der Damen abgestimmt. Das Besondere an unserem Kurs ist halt die intensive Betreuung des Trainers und wenn irgendwie möglich durch einen Arzt, um individuelle Konzepte zu entwickeln. Wir schauen, was ist überhaupt möglich in der Bewegung, holen die Patienten ab auf ihrem Leistungslevel, wo sie bei uns starten, und entwickeln gemeinsam dann mit den Patienten die Fähigkeit und Freude wieder an der Bewegung. Wir haben eine sehr persönliche Atmosphäre. Das ist zum einen bedingt durch eine verhältnismäßig geringe Teilnehmerzahl. Die maximale Obergrenze liegt bei 15 Teilnehmerinnen pro Kurs, dass wir als Trainer uns auch wirklich auf die Damen einlassen können, wirklich schauen, was können sie schon, was können sie noch nicht, und auch individuell die Übungen anpassen. Das sind wirklich sehr vielfältige Übungen. Alle sportlichen Bereiche werden ein bisschen mit angesprochen. Es fängt an mit Ausdauereinheiten, um im Alltag auch ausdauernder zu sein, fitter zu sein, sich wohler zu fühlen. Wir machen viel zur Koordination. Balance, auch ganz wichtig, auf einem Bein stehen, balancieren, wirklich ein inneres Gleichgewicht wiederfinden, Stabilität. Natürlich auch Übungen für den Rücken, Kräftigungsübungen, dass man aufrechter steht, selbstbewusster ist und sich im Alltag auch wohlfühlt und gerne wieder bewegt, die Bewegung in den Alltag mitnimmt. Das Körpergefühl ist durch die Tumordiagnose, Therapie extrem gestört. Die Ausfallserscheinungen, die Therapien notgedrungen über mehrere Monate machen, sind häufig sehr massiv, sodass viele Frauen sich einfach nicht trauen, sich normal zu bewegen oder auch sportlich zu betätigen. Und das Ziel dieses Kurses ist speziell, diese Freude an der Bewegung und Beweglichkeit wiederherzustellen, die Ausdauer und die Lebensfreude wieder zu gewinnen.